Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Bevor wir jetzt anfangen, eine kleine Ankündigung. Wenn ihr auf dieses Video gestoßen seid, habt ihr offenbar Bock auf vegane Ernährung. Deswegen kann ich euch total empfehlen, bei meinem Food Instagram Jess Vegan mal vorbeizuschauen. Da kam in den letzten Monaten fast gar nichts, vielleicht ab und zu mal ein Essensfoto. Jetzt ist allerdings der Account wieder online und da gibt es täglich Inhalte zu veganer Ernährung. Sowohl für Leute, die gerade erst einsteigen oder einfach interessiert sind, als auch für Leute, die schon super lange dabei sind. Was euch da erwartet, sind spannende Infografiken, gebündeltes Wissen zum Thema veganes Essen, neue Produkte, Produkttests, Basic-Rezepte, also das, was ich ganz früher bei dem Format Vegan for Starters so gemacht habe, aber jetzt jeden Tag auf Instagram. Also schaut da gerne mal unter Jess Vegan vorbei. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß mit dem Food Diary. Heute gibt es zum Frühstück mal wieder Toasties mit dem Aufstrich. Das ist im Übrigen der hier, den finde ich ziemlich lecker. Und ich habe mir mal so ein Dalgona-Kaffee versucht zu machen, aber ich glaube, das ist zu viel Milch. Aber es da ist so reingeploppt, weil die Milch irgendwie nicht ganz so steif ist. Und ja, aber ich probiere das jetzt gleich mal. Auf jeden Fall, die Masse schmeckt ziemlich lecker. Es ist ja so ein Trend, Kaffee-Getränk. Und ich trinke sowieso im Sommer echt ganz gerne Eiskaffee, weswegen ich mir gerade so ein Bio-Fairtrade-Kaffee, so einen löslichen Kaffee noch geholt habe, obwohl ich mir sonst meine French Press zubereite. Das gibt es jedenfalls jetzt bei mir zum Frühstück. Und jetzt gibt es als Snack nochmal diesen Proteinbar. Ich fand ihn tatsächlich ziemlich lecker und habe mir deswegen nochmal einen gekauft, als ich meine Besorgung bei DM erledigen wollte heute. Ja. Heute gibt es zum Abendessen Burger. Das war irgendwie heute voll der chaotische Tag. Irgendwie ist das Mittagessen ausgefallen. Es ist jetzt irgendwie auch schon nach 8 Uhr abends. Ich hatte jetzt auf jeden Fall Lust, so neue Burger-Patties auszuprobieren, die ich gefunden habe bei Rewe. So Chick-Patties oder so heißen die. Auch wieder mit einem Finnbrötchen und mit einer neuen veganen Käsesorte. Mit Senf, Tomaten, Ketchup, Salat, Gürkchen und dazu noch ein bisschen Salat. Und jetzt dazu einfach noch ein bisschen von dem Tzatziki von gestern. Habe jetzt kein Salatdressing gemacht, aber Tzatziki ist geil. Warum sollte das nicht auch im Salat lecker schmecken? Vor allem so richtig schön durchgezogen. Yummy. Und als Snack gab es später noch etwas von dieser veganen Sesamschokolade von Rittersport. Die war sehr, sehr lecker. Heute gibt es zum Frühstück mal wieder Porridge. Ich komme jetzt gerade vom Sport. Also das sollte man vielleicht auch bedenken. Also Food Diaries, man weiß nie, wie viele Leute sich bewegen, wie wenig sich Leute bewegen und so. Deswegen ist es immer ein bisschen anders davon abhängig, wie viel Hunger ich habe. Wenn ich zum Beispiel Sport gemacht habe, habe ich mehr Hunger. Logischerweise, weil ich mehr Energie brauche. Und ich habe mir jetzt Haferbrei aufgekocht mit Himbeeren und Heidelbeeren und ich brauche gerade noch so ein Proteinpulver auch, davon habe ich dann noch so einen Löffel mit reingegeben. Dann habe ich noch Hanfsamen als Topping, Xylittropfen und braunes Mandelmus und dazu einfach einen Kaffee. Heute wird der Geburtstag von einer Freundin nachgefeiert, also wir gehen zu zweit picknicken und ich habe Zitronenkuchen gebacken. Der ist jetzt noch ein bisschen warm, ich war ein bisschen spät dran, aber der wandert jetzt noch in die Boxen und dann gehen wir jetzt gleich picknicken. Heute sind wir ja picknicken, hier ganz, ganz abgelegen, ohne dass hier eine Menschenseele ist. Und ich habe hier den Zitronenkuchen gebacken und meine Freundin, die hat einen Apfelkuchen mit Nussboden und Schokostreuselkuchen gebacken. Ist jetzt auch schon leer, aber ich drehe gerade einen Food Diary, ist mir gerade eingefallen. Davon habe ich gerade was gegessen und auch von diesen Dinkelbrezeln, dann habe ich diese Schokolade hier noch probiert. Oh, die Smoothies haben wir gar nicht getrunken. Der Kuchen, hat er dir gut geschmeckt? Mega, der mega war gut. 1A. Der ich verlinke euch super gut. Gerne das Rezept. Also den fand ich super, super lecker. Super saftig und der war auch echt einfach zubereitet. Ich war zwar ein bisschen in Zeitdruck und es war noch ein bisschen warm, als es ankam, aber das war sehr gut. Das war okay. Ich bin jetzt gerade vom Picknick nach Hause gekommen und hatte jetzt gar keinen Bock zu kochen. Deswegen habe ich mir einfach nur ein paar Kartoffeln gemacht und so einen Eintopf. Das war dieser Kichererbsen-Eintopf von DM Bio. Ja, das esse ich jetzt einfach zusammen als Abendessen. Den finde ich nämlich tatsächlich sehr, sehr lecker. Ich war jetzt gerade spontan was erledigen und bin dafür mit dem Fahrrad in ein anderes Dorf gefahren und habe dann mich spontan entschlossen, meine Mama zu besuchen. Auf einen Kaffee. Mama hatte auch Brötchen da, also gibt es jetzt hier mein Frühstück. Ja, das lasse ich mir schmecken. Das ist veganer Frischkäse mit Marmelade, ganz offensichtlich. Und ja, ein chaotischer Tag, wie könnte es anders sein? Ich esse einen Riegel zwischendurch. Ja. Ein sehr durcheinanderer Tag, aber ich hatte jetzt noch keine Motivation zu kochen. Ich
Machen wir aber gleich Abendessen, esse aber bis dahin noch ein Stückchen Kuchen. Das habe ich mir gestern noch vom Picknick mitgenommen, weil meine Freundin hat ja gebacken und ich habe ja gebacken. Und dann habe ich mir von ihrem Kuchen noch ein Stückchen mitgenommen, was ich dann jetzt noch esse. Und zur Info, ich weiß nicht, ob sie mir vielleicht das Rezept davon geben kann, damit ich euch das verlinken kann. Aber der Boden ist so mit Nuss und so, da ist aber oben auch Apfel drauf und dunkle Schokostückchen. Also der Boden ist super lecker nussig, so mit Haselnuss und so, ziemlich geil. Zum Abendessen gibt es jetzt Kartoffeln, Spinat und vegane Fischstäbchen. Das sind die veganen Fischstäbchen von Fantastic Foods. Und der Spinat ist der von Iglo mit Alpro zusammen. Es gibt allerdings auch so Würzspinat. Ihr könnt auch ganz normal gehackten Spinat nehmen und da selbst mit, weiß ich nicht, mit Mandelmus, mit Sojasahne oder so, daraus so einen Rahmspinat machen. Und wenn ihr das Ganze so ein bisschen eich haben wollt, für die Leute, die vielleicht auch noch nicht so lange sich vegan ernähren oder da gerne Alternativen suchen, das noch nicht wissen, was sich super dafür eignet, ist Kalanamak-Salz. Da ist gar nicht mehr so viel drin. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange ich diese Packung schon habe. Da waren es 200 Gramm drin. Man braucht nicht viel davon. Oh, da war jetzt ein dicker Klumpen drin, aber ja. Einfach frisch über die Gerichte draufgeben, auch zum Beispiel auf dem Brot oder so, ist das sehr, sehr gut. Um diesen Eigeschmack zu kriegen. Das riecht direkt jetzt hier super krass nach Schwefel, weil das eben so ein schwefeliges Salz ist. Aber komplett ohne Eier auskommt. Genau, und das esse ich jetzt bei mir zum Abendessen. Okay, zu dem Frühstück würde ich jetzt nichts in den Kommentaren lesen. Ich habe echt verpeilt, dass heute Feiertag ist. Es ist nämlich heute Christi Himmelfahrt, glaube ich. Und ich habe einfach kein Obst da. Und die Tomaten hier ist das Letzte, was ich so habe. Und das war auch das letzte Gürkchen, was ich hatte. Und ich habe hier noch zwei Scheiben von diesem Burgerkäse von Simply V aufgebraucht und das auch noch mit in den Ofen gepackt. Ich habe auch keinen Toaster. Ich mache alles halt immer im Ofen. Das klappt wunderbar. Spare ich mir ein Gerät in der kleinen Küche. Und ansonsten hier noch den Rest von dem veganen Frischkäse. Ich habe allerdings vom Picknick letztens, da hatte meine Freundin zwei Smoothies gekauft, die haben wir nicht getrunken. Da habe ich dann einen von mitgenommen. Den trinke ich jetzt noch zum Frühstück, weil ich einfach gar kein Obst mehr da habe. Ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit nach draußen und dann wird etwas gearbeitet. Da ich heute so spät gefrühstückt habe und irgendwie den ganzen Tag so voll konzentriert gearbeitet habe, esse ich jetzt noch schnell so einen Riegel. Ich habe nämlich jetzt eigentlich schon total Hunger, möchte aber jetzt noch ein paar Übungen machen für meinen Rücken und meine Knie. Und da möchte ich halt nicht vorher direkt gegessen haben. Deswegen esse ich jetzt den Riegel und mache mir danach ein vernünftiges Abendessen. Jetzt gibt es endlich Abendessen. Ich habe mir Ofengemüse gemacht mit Möhre, Paprika, Zucchini, Zwiebel und Kartoffeln, genau. Und zwei vegane Fischbrötchen Patties. Ja, kann man das so sagen. Und dann habe ich mir hier drüben noch einen Dip gemacht aus ungesüßtem Sojajoghurt mit so einem Hot Garlic and Onion Gewürz und einem Aglio Olio Gewürz. Also auf jeden Fall knoblauchig und ein bisschen scharf. Ich finde, das passt ganz gut zu so Ofengemüse und ich denke mal, das Knoblauchige passt auch gut zu so einem veganen Fischburger. Das lasse ich mir jetzt zum Abendessen schmecken. Am Morgen war ich dann im Fitnessstudio und weil ich dann zeitlich wieder stresse, gab es wieder einen Riegel. Ich teste die übrigens gerade alle für mein Aufgegessen-Format, deswegen wundert euch nicht. Aber ja, später gab es dann Mittag bzw. Frühstück. Das ist die Realität hier auf YouTube. Das passiert, wenn es 16.30 Uhr ist, ich immer noch nicht gefrühstückt, kein Mittagessen gehabt habe, nur diesen Riegel eben. Und ich dachte, ja, das reicht. Nach dem Sport und nach der Therapie dachte ich mir, oh, jetzt bin ich zu fertig, jetzt schlafe ich und dann werde ich hangry. Und dann bin ich unter Druck gesetzt von Corona-Maßnahmen und dann falle ich auf meine alten Verhaltensweisen zurück und esse Brötchen. Das ist hier so Kürbiscamp-Brötchen. Der Aufschnitt ist natürlich vegan, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich koche mir da gerade auch noch ein bisschen Gemüse, aber ich muss jetzt unbedingt was essen. Ich bin richtig kaputt und ja, Brötchen sind tatsächlich meine Schwachstelle. Ja. Und das Gemüse, da habe ich mir auch was gekauft, was schnell ging. Das war jetzt von Iglo Veggie Love oder so mit Bohnen, mit Buchweizen, Paprika, Brokkoli, Möhren, Spinat. Ja, damit ich wenigstens auch ein paar Vitamine zu mir nehme. Heute gibt es zum Abendessen Bowl. Dafür habe ich Reis gekocht. Dann ist noch die Basis hier Babyspinat, Gurken. Dann so eine fertige Gemüse, Süß-Sauer-Mischung aus dem Gefrierfach. Genau. Und solche Tofu-Filets, die sind von Typhoon, die finde ich ziemlich lecker. Dann habe ich noch eine Erdnusssoße gemacht aus crunchy Erdnussbutter mit etwas Wasser, Sojasauce und Knoblauchpulver. Ein kleines bisschen Knoblauchpulver ist da reingerutscht. Dann noch angebratene Cashewkerne und obendrauf noch ein bisschen schwarzer Sesam als Dekoration.